Dann ein Oberlausitzer Süppchen, das war so kostbloggig, also das hat mir so gemundet. Da war so ein bisschen Safran dran. Mhm. Typisches Gewürz von hier. Ja. 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 Ist häufig auch in den Schokoladenweihnachtsmännern aus der Oberlausitz, die wir Kostblogger ja auch beim Schreiben des Kostblogs zu uns nehmen. Teilweise. Mach mal jetzt auch schon mal auf. Christkindlmarkt. Der mäßig warme Wein harmoniert perfekt mit einem Eckchen von polnischen Räucherkäse. Eine original Thüringer Plasterbratwurst flutscht hinterher, ein heißer Crepe folgt als Dessert. Schon meldet sich der Durst zurück. Schlimm genug, dass erzgebirgische Holzschnitzkunst den Weg zum Trunk versperrt. Jetzt treffe ich auch noch Bekannte. Die wollen reden. Reden kann man doch das ganze Jahr. Nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Ich kann nicht reden. Ich habe Apfelpunsch mit Schuss im Mund. Das würde üble Flecken machen. Von der Feuerzangenbowle bestelle ich vorsichtshalber zwei, auf einem Ohr hört man so schlecht. So langsam komme ich in Fahrt. Christkindlmarkt, was Schönes. Übermütig geworden, fahre ich drei Runden mit der Kindereisenbahn. Das lässt der Alkohol fast vollständig verdampfen. Verdammt. Ein Schmuckschwand schwankt auf mich zu. Ich kann ihn gerade noch festhalten. Da hilft nur die Karariwurst. Begeistert beiße ich in ein schönes Stück von einer lappländischen Duftkerze und werfe fünf Pulsitzer Spitzen hinterher. Die sechste will ich armen Kindern schenken. Es sind gerade keine da, da esse ich die halt zur Sicherheit. Langsam tritt Sättigung ein, heilige Nacht. Eine Schlemmerpfanne passt noch, danach ein Honigschnittel vom Kosteteller, zwei Heißgetränke am Höhenverstand und frischen Langosch. Langosch muss sein, es hat hier Tradition. Du bist auch ein echter Improvisateur. Ja, ein ganz großer. Also wenn ich eins richtig gut kann, dann so ganz schnell einfach so aus der Hand heraus und dann große Gesten machen. Das ist mal ganz wichtig. Das ist uns Oberlausitzer so ein bisschen angeboren, ne? Die großen Gesten so ein bisschen zu machen. Ja, ich mache einfach weiter. Wie lange habe ich denn geschlafen? Fragte ich sie. Ui, 4 Monate. Schade, Weihnachten knapp verpasst. Aber jetzt, Ende März, ist es höchste Zeit, um mit den Vorbereitungen für den kommenden Heiligabend zu beginnen. Ich entließ mich selbst und wanderte schnurstracks in das Weihnachtshaus. Dort deckte ich mich mit Räucherstäbchen ein, legte zu Hause Wham in den CD-Spieler und mich in die Wanne mit Tannennadelduft. Dort schrieb ich eine sehr lange Checkliste für das bevorstehende Weihnachtsfest, die ich penibel abarbeitete. April. Ich werfe meinen Rasierer weg und lasse meinen Bart wachsen. Juni. 24.06. Endlich Bergfest. Lasse um 16 Uhr die Jalousien runter, lege die schönsten Weihnachtslieder von Frank Schöbel und Aurora La Casa auf und bereite mir eine Bratwurst in Zitronenöl zu. Danach öffne ich meine Geschenke. Damit die Spannung erhalten bleibt, habe ich vor 3 Wochen bei Zalando mit verbundenen Augen blind bestellt. Überraschenderweise kann ich gelbe Leggings durchaus tragen. Am 25. Juni mache ich einen ausgedehnten Feiertagsspaziergang am Berzdorfer See. Nehme mein Luftgewehr mit. Habe Weidmanns Heil und kann am 26. Juni ein neues Rezept ausprobieren. Schlesischer Weihnachtsschwan an böhmischem Kitesurferfilet. Vielleicht sollten wir uns für den nächsten Termin, wo wir für den Kostblock schreiben, da warten ja viele Oberlausitzer auch drauf, vielleicht sollten wir uns da einfach ein Bier jetzt bestellen. Was meinst du? Hm? 2 Oberlausitzer Biere? Ja. Hm. Großartige Idee. Herr Ober? Als wir in diesem Jahr uns zusammensetzten und eine Jahresvorschau schrieben und wir schreiben diese Jahresvorschau unter harten Bedingungen. Wir sitzen einander gegenüber und betäuben uns allmählich mit Dingen, die wir hier nicht näher erwähnen wollen, um so spirituell in die Zukunft zu schauen. Bei der Winterolympiade verbietet Wladimir Putin erwartungsgemäß den Wettbewerb Doppelsitzer der Herren im Rennrodeln. Ein vor den Toren der lieblichen Stadt Görlitz vollgelaufenes Tagebau wird feierlich auf den Namen Niederschlesisches Meer, geschaffen aus den Tränen unserer tapferen Bergbauhelden, getauft.
Namen während der Taufzeremonie auf Polnisch auszusprechen, erleidet der Görlitzer Oberbürgermeister eine komplizierte Gaumenfraktur und muss sich einer mehrstündigen Operation unter der Leitung eines slowakischen Kieferchirurgen unterziehen. Stockholm. Sensation bei der Vergabe der Nobelpreise. Sowohl der Medizin-Nobelpreis als auch der Friedensnobelpreis geht 2014 an die deutsche Krimireihe Tatort. Die internationalen Juroren würdigen damit das über 40-jährige Engagement des deutschen Fernsehens für friedliches Einschlummern vor 21 Uhr. Oberlausitz ist Kostblock. Ja. Kostblock ist Oberlausitz. Ja, die Oberlausitz schreibt, die Oberlausitz liest, die Oberlausitz ist lebendig wie Kostblock. Ja,